Ist es nicht wunderschön, diese Eurostar Electric 2000? Das ist eine Schreibmaschine und weil die so leicht und klein ist, dachte ich vorher, dass es eine rein mechanische Schreibmaschine ist. Das dachte ich außerdem auch, weil wir ja hier mechanische Tasten haben und den Kram hier. Aber dann konnte ich damit nicht schreiben und habe herausgefunden, dass das Gerät auf der Rückseite einen Stromanschluss hat. Ich zeige noch mal kurz das Typenschild, damit man das ein bisschen genauer sehen kann. Also in Westdeutschland wurde das Gerät hergestellt, also vor 1990 offensichtlich. Und dieses Gerät habe ich dann auch am Strom angeschlossen. Und was mich dann überrascht hat, ich habe mich nämlich gewundert, wie das elektrisch funktionieren soll, wenn man ja dann ganz viele kleine Motoren bräuchte, aber es gibt nur einen Motor. Offenbar, weil in der Zeit Motoren noch ziemlich groß waren und einfach gehalten. Und das Gerät hat hier einen einzigen Motor, der sich die ganze Zeit dreht und sämtliche Funktionen werden von diesem einen Motor angetrieben. Also zum Beispiel, wenn man eine Taste drückt, also hier ist eine Walze, eine weiße, das weiße hier, und das dreht sich die ganze Zeit, ob man was tippt oder nicht. Und jedes Mal, wenn man auf eine Taste drückt, dann spielt er ein kleines Musikstück, nee, dann rastet da ein kleiner Haken an der Walze ein und dieser Haken, der zieht dann die eigentliche Taste, den eigentlichen Stempel nach vorne. Und das möchte ich mal kurz zeigen. Dafür schließe ich das mal kurz an und mache das an. Und das ist erledigt. Und jetzt schalte ich das mal an. Das geht hier rechts. So. Und man hört das Gebrumme und man kann es vielleicht auch sehen. Diese Walze dreht sich jetzt die ganze Zeit und wenn ich auf eine Taste drücke, dann hakt das ein und dann knallt es etwas. Man kann auch hier in die Zeile, am Anfang der Zeile zurückspringen mit der Taste hier, kennt man ja. Dieses kleine Klingeln eben, das ist hier von der Rückseite gekommen. Da haben wir eine kleine Glocke, das ist dieser Zylinder hier. Und eine ziemlich essentielle Funktion funktioniert nicht bei diesem Gerät. Und das ist nämlich die Leertaste. Wenn ich drücke, passiert einfach gar nichts. Es gibt zum Glück einen sogenannten Workaround, nämlich diese Taste hier. Das heißt, ich muss, wenn ich damit schreibe, statt Leertaste auf diese Taste hier drücken. Und ich habe dann etwas geguckt, eben woran das liegt, dass die Leertaste nicht funktioniert. Und ich habe auch, als ich das Gerät auf den Kopf gestellt habe, einige Plastikkrümel da drin gefunden. Das sind jetzt hier aber vermutlich unwichtigere Gehäuseteile. Und die Ursache dafür, dass die Leertaste nicht funktioniert, ist tatsächlich ein Plastikteil, das gebrochen ist. Und das versuche ich jetzt auch mal einzufangen. Ja, und hier ist das Teil auch schon und das ist nämlich hier, also das weiße Ding, was wir in der Mitte sehen, das dreht sich, das hat einen Propeller. Das kann man vielleicht besser erkennen, wenn ich das mal kurz ausschalte, das Gerät. Mal sehen, wo ist der Schalter? Das ist jetzt gar nicht so trivial. So. Also dieses weiße Teil hier in der Mitte, das dreht sich und das dahinter ist ein Zahnrad. Ich versuche mal drauf zu zeigen. Das hier. Das hier ist ein Zahnrad und das ist ein halbdurchsichtiges gelbliches Zahnrad. Mal sehen, ob ich das etwas besser einfangen kann. Ja, der Fokus funktioniert bei meiner Kamera leider nicht so gut hier. Naja, und dieses Zahnrad sieht ziemlich matschig aus und da sind auch schon Krümel davon. Also hier sieht man sie, die Krümel. Und wenn ich auf die Leertaste drücke, dann bewegt sich dieser Metallbügel rechts daneben. Und der scheint irgendwie, also das Zahnrad scheint sich normalerweise zu drehen. Und wenn man auf die Leertaste drückt, dann wird dieser Haken irgendwie von dem Zahnrad eingefangen. Und da das Zahnrad sich nicht dreht und da überhaupt nichts passiert, ist mein starker Verdacht, dass das Zahnrad kaputt ist. Ich könnte, wenn ich etwas Zeit finde, dafür mal das Zahnrad ausbauen und gucken, ob ich entweder Ersatz finde, aber vermutlich eher mit einem 3D-Drucker ein Ersatzteil schaffen muss. Trotzdem ein guter Fund.